Ah, danke. Nice. Und drückt uns mit einem Lachen, werden wir es machen. Okay, Pokémon, Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra! Ja, ihr zwei, lasst mich eure Aufgabe heute mitteilen. Wachdienst, dafür werden die Leute eingeteilt. Ich überlasse euch das dann mal. Oh, nice, Wachdienst, das ist schön. Wachdienst mag ich. Ja, kriegen wir hin. Du darfst zweimal falsch liegen und Dragon behält den Überblick. Hier kommt das erste Pokémon. Kanimani. Alles klar, er reinspaziert. Nice. Hier kommt das nächste Pokémon. Das dürfte doch locker Rihorn sein. Nein, okay, Hyperterus. Donphan. Scheiße, als ob wir zweimal falsch gelegen haben. Okay, das war schlecht von uns. Das ist Nidoqueen. Oh, das war richtig, okay. Wir lagen hier schon zweimal falsch, das ist das Problem. Das dürfte sicherlich Mundtier sein, ja. Hier kommt ein Pokémon. Prüfe den Fußabdruck. Das ist Absol. Oh, es war richtig. Hier kommt ein Pokémon. Prüfe den Fußabdruck. Oh Gott. So Billigkat. Das war jetzt nicht so schwer. Katzenabdrücke. Merkt man. Sieht man. Und 10.211 Punkte. Hoi, hoi, hoi. Ihr habt einen Tag regelmäßig arbeitet euch. Lasst mich euren Wachdienst bewerten. Eure Ergebnisse waren perfekt. Yeah. Ihr habt alle Besucher korrekt identifiziert. Nice. Hervorragend. Wir haben es geschafft. Euer Einsatz wird ganz bestimmt belohnt werden. Die Belohnung wird auch ganz besonders ausfallen. Ihr zwei verdient eine ganz großzügige Belohnung. Wir bekommen 300 Poke. Wir haben also noch nicht den Highscore gebrochen, leider. Defenshaw, yeah, man. Ein Belebersam, nice, nice. Belebersam, schön, Belebersam, schön. Ein Heilsamen, wow. Mein Heilsamen, oh mein Gott, das ist so krass, dass wir einen Heilsamen bekommen. Macht weiter so, ihr zwei. Ja, macht weiter so, ihr zwei. Yeah, machen wir, auf jeden Fall irgendwann mal. Beim nächsten Mal, wenn wir Wachdienst schieben. Wachdienst ist mal richtig cool, ich weiß nicht, Wachdienst macht immer mega Spaß. Ich finde, das ist ein cooles Feature vor allem, dass man das eingebaut hat hier. Das ist echt geil. Sag jetzt nicht heute manch. Ja, wir sollten auch schlafen gehen. War ein anstrengender Tag heute, du. Also, 6 Pokémon identifizieren. Aufgestanden, dafür ist es morgen. Also, ja, das ist schon eine heftige Angelegenheit. Auf jeden Fall. Ja, wir möchten speichern. Verdammt, zu früh. Drittens mit einem Lachen, wenn wir es machen. Okay, wir können mal Zeit an die Arbeit zu gehen. Hurra, yeah, hurra, yeah, cross, yeah. Ah, ihr zwei, lasst mir eure Aufgabe heute mitteilen. Seht nach Jobs auf dem. Okay. Verstanden, nicht den Plan sagen. Nur ans Werk, ja. Wir haben verstanden, wir gehen ab ans Werk. Noch mehr Wasserfallhöhle, bitte. Oh, Wasserfallhöhle. Oh, herrlich. Goldband. Was würde ein Goldband geben? Das würde so schön. Und es ist ein armes Junge. Oh mein Gott, ich muss Apfelwald einfach mitnehmen. Ich muss dafür aber den Stachelberg löschen. Ich lösche mal den ganzen Stachelberg. Ausüben. 4, 6, 7 und 8. Hopsspross, Klingplim. Fang unmöglich. Hol das Diebesgut zurück. Stachel, die haut wieder ab wahrscheinlich, okay. Na 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 la 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 la. Ach nee, nicht Stachel. Die Stachel, die war der Auftraggeber. Oh. Ja gut, ey, meiner hab ich gesagt. Ja gut, das habe ich, aber egal. Hier war auch noch ein Apfelwald, genau. Schwarzgummi gibt, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wir gucken mal an den Strand. Vielleicht ist da noch eine Mission. In der Flasche wieder aufgetaucht. Nein.
Als ob man irgendwie, es war gerade so ein Moment, man rennt irgendwo hin, sieht irgendwas komisches und denkt sich, okay, Emma oder hier. Und hau wieder ab. Das ist, ja, das war, ja, so kam mir das gerade vor irgendwie, ich weiß nicht warum. Spezialbandlagern, genauso wie Spiral- und Kobaltband. Die Pürsifbeere behalten wir mal, eine Sinelbeere können wir lagern und einen Belebersamen, Heilsamen, Schlafsamen, Taubsamen und den Fliorb. Wir nehmen die ganzen Gummis. Zack, zack, zack. Wir haben langsam echt viel. Ha. Ja. Ja. Gucken wir erstmal hier nach. Eisstrahl. Gyroball. Was ist das? Bringt die Attacke Gyroballfall bei, ja. Fügt Gegner Schaden zu, befindet sich der Anwender im halbes Tempo-Status, erleidet der Gegner doppelten Schaden. Oh. Das ist gar nicht mal. Das ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal. Was für eine. Steht da nicht, was für ein Angriff das ist? Also Kampf, Dings, whatever? Leider nicht, wie es aussieht, egal. Wir könnten uns beides kaufen, aber ich glaube, wir können uns einfach nur den Beleber sein. Und ja. Wir können bald einen Belebersamen-Shop aufmachen. So viel Belebersamen haben wir, ey. Uiuiui. Erlagern. Ja, die 877 Poke. Was für, wieso ist das jetzt wieder so warm hier? In den letzten Tagen wird das wieder langsam echt wärmer. Das ist ein bisschen nervig. Also, nicht zu. Also, nicht wirklich heiß. So im Sinne, dass die Sonne so mega. Ja. Nervt, aber halt so schwül. Die Luft ist so, weiß nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe zumindest, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach, es ist echt nervig. Es ist so richtig eklig. Echt richtig eklig schwüles Wetter. Aber naja, was soll's. Kann man jetzt nicht ändern, muss man durch. Ich habe hier auch einen Ventilator. Wieso habe ich den einfach nicht an? Ich weiß es nicht. Egal. Oh, mein Zimmer ist allgemein immer viel zu warm. Quapsi! Quapsi! Nein! Oh Mann! Ich bin verdammtes Quapsel! Kein Felino, geh weg! Ich brauch mal nicht. Zö. Aber wir haben auch noch die Kabuto-Mission, ne? Das war E5, oder wie? Warte mal, was für Mission haben wir? Anderes. Missionsziele. Okay, nur 4, 6, 7 und 8. Okay, das kriegen wir hin, denke ich. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen Äpfel mitnehmen sollen. Wir haben nämlich nur einen Apfel, das heißt, eigentlich können wir uns gar nicht leisten, so die komplette Gegend zu erkunden, außer wir opfern Belebersamen, weil dadurch dürfte unser Magen, also danach dürfte unser Magen auch wieder voll sein. Aber eigentlich will ich keinen Belebersamen opfern, muss ich sagen. Belebersamen habe ich, also war eine Mystery Dungeon 1 jedenfalls immer ziemlich selten, hatte ich das Gefühl. Oder ich hatte einfach nur Pech. Und deswegen will ich mir die Belebersamen eigentlich schon gerne aufheben. Damit wir halt genug haben, vorsichtshalber. Man weiß ja nie, was passiert, ne? Ansonsten fressen wir einfach irgendwie. Ich wollte, genau. Danke. Mensch. Angriff steigt. Ich weiß immer noch nicht, ob das für immer hält. Schmerbe, ich möchte dich nicht ins Team haben. Nein, ich will ein Quapsel. Mehr nicht. Ich nehme jetzt keine Pokémon mehr ins Team auf. Nur noch ein Quapsel. Bis ich ein Quapsel verdammt habe. Oder bis es zu spät ist und wir dann langsam mal Knackleon ins Team nehmen können. Weil dann hole ich mir einen Knackleon. Mann, kannst du jetzt mal. Danke. Irgendwie habe ich das Gefühl, Quapsel sind auch ziemlich selten. Ja, sowas wie. Ja, Lotozel und so. Komm einfach tausendmal. Aber gut, was soll's. Wir sind da. Hallo, Hopsbross. Zurück. Okay, war da 38 Damage damit. Aua? Eigentlich wollte ich das Tackle ausprobieren, aber ich setze lieber einen Absorber ein dagegen. Heilige Kacke. Absorber, ja, nochmal. Auf Nummer sicher gehen. Okay, wir haben es besiegt.
Nice. Okay, Mission Nummer 1 beendet. E6, 7 und 8, okay. Genau, wir haben noch ein paar Gummis. Einmal Orange-Gummi für Dragon. Ey, also, was die Gummis angeht, ne? Dragon braucht davon Ewigkeiten, um irgendwie mal... ich meine nicht Ewigkeiten, ja. Er braucht Ewigkeiten an Gummis, genau. Unmengen an Gummis, damit er mal verdammt nochmal eine neue IQ-Fähigkeit lernt. Das ist echt krass. Hallo. Ich würde das so Turzel gerne finden. Quapsel! Nein! Geh weiter, geh weg! Kusch! Mann, dein Ernst? Danke. Ich will zu dem Quapsel. Quapsel! Ja! Oh, wir haben Quapsel! Ich werde es jetzt aber nicht umbenennen. Ja, mein verdammtes Quapsel! Aber wenn uns noch ein männliches Quapsel begegnet, was in unser Team will, dann werde ich das ins Team aufnehmen. Denn... ich weiß nicht, mir gefällt dieses... allein dieses weibliche Zeichen macht mich verrückt. Ich weiß nicht, ich mag dieses weibliche Zeichen nicht. Es sieht komisch aus, finde ich. Ist jetzt einfach... achso. Warte mal. Attacken umbenennen. Umwechseln. Kein Nassmacher mehr, bitte. Danke. Ich hasse diese Attacke. Die ist so nervig. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben männliche Pokémon auch irgendwie bessere Stats, oder? Ist das dein Ernst? Ein Quapsel. Glaube ich zumindest. Es kam mir jedenfalls bisher immer so vor. Ich dachte halt, Dragon reicht Level 15. Alter. Wir leveln hier aber auch echt hart, ne? Offenlegung, was ist das denn? Durchbricht den Schutzschild des Gegners und fügt ihm Schaden zu. Mach's mal statt Konter. Ja. Ja. Und in den normalen Pokémon-Spielen, wie gesagt, einmal das Zeichen. Es ist, ich weiß nicht, ich mag dieses weibliche Zeichen nicht. Es sieht einfach, es sieht kacke aus. Es soll jetzt nicht irgendwie frauenfeindlich sein oder so. Aber dieses Zeichen sieht einfach, ich weiß nicht, es sieht für mich einfach kacke aus. Oh, lol. Hallo, Quapsel. Okay, nice Hypnose. Ich sollte mit Quapsel den Platz tauschen. Scheiße, jetzt sind alle schlaflos. Das ist schlecht. Fuck. Oh, fuck. Okay, das haben wir schon mal. Okay, ich bin Level aufgestiegen, nice. Heilige Fuck. Scheiße, krass, tight, ey. Naja, und, in den normalen Pokémon-Spielen, glaube ich, in dem neueren zumindest, ist, ich glaube, Quapsel stirbt gleich. Ja, wir haben aber Leosan, zum Glück. Ist dies ja so, dass die weiblichen Pokémon rote Farbe als Namen haben und die männlichen blau. Und... blau ist einfach meine Lieblingsfarbe. Mit grün. Und dieses Rot sah einfach hässlich aus. Ich achte bei sowas einfach viel zu sehr auch auf solche Kleinigkeiten. Und ja, deswegen habe ich da auch immer nur männliche Pokémon genommen. Nur weil ich fand, es sah hässlich aus. Diese rote Farbe und dieses Symbol. Es war halt, nee, ätzend. Seitdem habe ich immer männliche Pokémon im Team. Immer. Außerdem benenne ich meistens meine Pokémon ja um. Und meistens nach Kerlen. Also meine Real-Life-Freunde. Und da ist das Problem. Ja, die sind alle, die meisten, die ich so benenne, sind männlich. Dann kommt das komisch, wenn ich weibliches Pokémon männlich benenne, oder? Wir haben nur noch Tackle, scheiße. Besiegt, nice. Das ist ein Grüngummi? Nice, ein Grüngummi. Oh, sie hat Aufruhr an, Mann. Sie. Es klingt blimm, hat Aufruhr. Du kannst nicht hypnotisieren, Quapsel. Blubber ist gut. Wow, es macht so viel Damage. Wir müssen dieses... okay. Also,
Dragon, du könntest rein theoretisch gerne Klingblim angreifen. Gut, dass wir noch einen Belebersam hatten, Alter. Ich meine, Gehweih angreifen, nicht Klingblim. Alter, okay. Ich wusste auch nicht, dass es solche Missionen gibt. Heilige Kacke, Alter. Das war anstrengend. Das war richtig anstrengend. Oh, Mann. Okay, wir haben auf jeden Fall einen Grüngummi. Perfekt für mich. Dragon, Doki. Ah, nee, Flora-Gummi ist ja für... Scheiße, stimmt. Wir haben Kraftbänder. Oh, geben Dragon. Geben Quapsel. Warum habe ich das vorher nicht schon gemacht? Aber gut, wir haben Klingblim besiegt. Hatte ich? Nee, ich bin nicht gestorben, ne? Nee, Quapsel einmal und Dragon zweimal, glaube ich. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, komm, das Schmerbe besiegst du selber. Das packst du. Ich glaube an dich. Quapsel, ich glaube an dich. Nice. Das Velvasar war schnell besiegt. Wow. Habe ich jetzt nicht so erwartet? Okay, ja, Quapsel erreicht Level 11. Das ist nice. Aquaknarre lernt. Das ist schön. Aquaknarre ist schön. Jetzt komm schon irgendwie her. Oh nein, es hat wieder ein Item, oder? Hör auf anzugreifen. Was ist denn ernst? Nein, ich möchte dich nicht im Team haben, Tangela. Gehst weg. Da oben ist es. Okay, Moment. Ist das genug? Nein, nein, Quapsel. Warte. Ich muss. Ja? Nein. Quapsel. Moment. Team, Quapsel, Taktik... Weg von hier, Wechsel. Team Quapsel, Taktik, wir sind ein Team. Wechsel. Heb das verdammte Item auf. Quapsel, komm schon. Boden. Items. Team, Quapsel. Kann ich das irgendwie... Okay, warte mal. Warte hier, wechseln. Heb mal jetzt verdammt... Oh. Okay, Moment. Er muss irgendwie das verdammte Item aufheben. Heb es auf! Warte mal, vielleicht... Quapsel... Wie kann ich das Item wieder von ihm wegnehmen, hä? Hä? Wie kann ich das Item denn von ihm wegnehmen, hä? Kann ich das nicht... Warte mal. Komm schon. Oh Mann. Okay, wir kriegen das Item auch wieder nicht. Wow. Ich bin begeistert. Ah nein, Tangela. Warum hebt Quapsel das Item denn nicht auf? Das kann nicht wahr sein. Da hinten war noch ein Flora-Gummi übrigens. Das muss ich noch holen. Kein Apfel dabei. Scheiße. Samen, Doki.
Heb den Magen irgendwie um 5 oder so. Ich will aber noch das Flora-Gummi haben. Nein, da oben will ich nicht lang. Hey, geh weiter. Geh weg. Kusch. Mann, das ist kacke. Das regt gerade richtig auf. Ich wollte ja auch eigentlich nicht, dass das Pokémon auf dem Wasser stirbt. Mann, ich finde das so... Loturzel tritt auf Radarob. Ja, das bringt mir nichts. Du musst es auch aufheben, Loturzel. Ah, das ist Flora, wie schön. Nee, heb das nicht auf. Ah, okay. Auch nicht schon wieder. Das ist scheiße. Das ist gerade richtig, richtig scheiße. Das ist gerade verdammt scheiße. Das ist verdammt scheiße. What the fuck? Was? Danke. Nee, ich muss gleich abbauen. Oh Gott! Nee, das verlieren wir. Ja. Heilige Scheiße! Zweimal eine Monsterfalle! Oh, warte, lol, wir haben noch nicht verloren, okay. Das, der Quapsel gestorben ist, okay, es darf nur einer von uns beiden nicht sterben. Das schaffen wir trotzdem nicht. Das schaffen wir, nein. Das können wir nicht schaffen. Scheiße, Alter. Ich muss jetzt erstmal nur die Pokémon hier wegkriegen. Ich will eigentlich da gleich durchgehen. Scheiße. Ja, das war's. Heiliges... wir kriegen die Mission jetzt nicht, ne? Oh, ist das dein Ernst? Leck mich. Warum macht man sowas? Man macht drei fucking Missionen. Bei der letzten stirbt man dann und dann kriegt man keine einzige. Wie behindert ist das? Ach komm. Das ist total zum Kotzen. Leck mich. Und warum? Zweimal diese verdammte Monsterfalle. Wie soll man das denn machen in so einem Level? Ah. Das ätzt richtig. Das ist total frustrierend. Nicht, dass wir jetzt irgendwie nur die Mission nicht bekommen, aber wir verlieren ja auch einige unserer Items, unser Geld. Ich weiß nicht, ob Quapsel noch in unserem Team ist. Wow. Super Ende, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.